miteinander. Schön, dass Sie da sind. Und jetzt nach 1,5 Stunden wissen wir alle mehr und ich hoffe aber auch sehr, dass wir etwas davon mitnehmen können für mehr Lebensqualität, für ein besseres Leben zu Hause. Ich wünsche uns das. Denn genau darum geht es auch bei der Stiftung, bei der OSZ-Stiftung, der Stiftung des Zürcher Universitätsspitals. Wir wollen mehr Wissen generieren, damit wir auch morgen besser leben und das gemeinsam mit Ihnen. Das ist Herr Urs Sutter. Er sieht in Wirklichkeit anders aus und er heißt auch anders. Seine Geschichte aber, die gibt es. Vor 2 Jahren erkrankte Urs Sutter an Prostatakrebs und ist jetzt aber geheilt. Oder eben, wie die Definition ist, ist immer noch in der Heilungsphase. Dass dem so ist, hat er unter anderem einer neuen Diagnostikmethode zu verdanken, die am OSZ, am Unispital, erfunden wird oder wurde. Denn ursprünglich wurde der Krebs diagnostiziert und auch behandelt und eigentlich schien er verschwunden, der Krebs, aber eben mit dieser neuen Diagnostikmethode der Nuklearmedizinerin Irene Burger wurde entdeckt, dass der Krebs eben noch da ist und Herr Urs Sutter konnte eine einfache Ultraschallbehandlung, eine nochmalige Behandlung machen und ein radikaler Eingriff war nicht nötig. Und wie es jetzt aussieht, sieht es sehr gut aus und wir wünschen natürlich Herrn Sutter, dass es so bleibt. Die Studie, die neue Methode wird derzeit in einer Studie untersucht und diese Studie, die wurde finanziert durch unsere Stiftung dank einer sehr großzügigen Schenkung, einer Spende einer privaten Stiftung. Dank dieser Spende kann jetzt die Idee von Frau Irene Burger zum Fliegen gebracht werden und hoffentlich auch Zukunft kommt diese Methode, diese Diagnostikmethode weiteren Patienten zugute. Sie fragen sich vielleicht, was ist jetzt das genau, diese Stiftung? Was macht die genau? Und Sie stellen sich die Frage zurecht. Die USZ-Stiftung, die Stiftung des Zürcher Unispitals, ist eine relativ junge Sache, uns gibt es erst seit knapp 2 Jahren. Unser ganz großes Ziel ist, das Universitätsspital zu unterstützen, die Ideen der motivierten und hervorragenden Ärztinnen und Ärzten, der Mitarbeitenden zu fördern. Ideen aus der Pflege, aus der Forschung, aus der Entwicklung und auch Nachwuchsförderungsprojekte, das alles wollen wir unterstützen. Eben ein Beispiel habe ich Ihnen aufgezeigt. Derzeit laufen 15 Projekte, die aus Schenkungen ermöglicht wurden. Wir wünschen, dass es vielleicht in einem Jahr bereits 30, ja vielleicht sogar 60 Projekte sind. Gemeinsam, aber allein schaffen wir das nicht. Unsere Stiftung ist angewiesen auf Spenden, auf Schenkungen und das ist auch der Grund, warum ich mich an Sie, an Ihre Familien, an Ihre Bekannten wende. Helfen Sie mit, nach Ihren Möglichkeiten unterstützen Sie uns, unterstützen Sie die Forschung, die Entwicklung, die Pflege, die guten, die wichtigen Projekte am Universitätsspital, damit wir auch morgen mehr wissen, damit wir morgen auch davon profitieren können. Es kommt uns allen zugute. Es lohnt sich. Vielen Dank.